Gaming. So, und es geht auch direkt weiter im Text. Also wir wissen nun nicht, wohin ist. Wir wissen, dass da hinten, glaube ich, eine Batterie war. In diesem einzelnen Raum. War doch so, oder? Ja. Die Batterie holen wir uns, weil wir sie brauchen werden. Und jetzt müssen wir gucken. Okay, hier war nichts. Wo verstecken? Versteck dich doch. Ah, der Typ ist jetzt wahrscheinlich viel zu weit weg. Ist das hier uns finden würde. Hier hinten, hoffe ich. Wir müssen ja dann da raus. Ah, alles so. Furchtbar, furchtbar. Okay. Wir hören ihn jetzt gerade nicht. Wir hören ihn wieder, wir müssen jetzt trotzdem raus, ich kann ja nicht ewig hier drinne bleiben. Okay. Also ich hoffe, wenn er jetzt kommt, dass er von vorne kommt. Tür zu. Wer schreit denn hier? Unterscheidet sich dieser Raum wenigstens irgendwie von den anderen Räumen? Ich glaube nicht. Ah, Mist. Okay. Gibt's hier irgendwie was? Außer dieses dämliche Gas? Nein. Dann wechseln wir mal Batterien. Wir müssen irgendwie. Oh, irgendwo muss der im Weg sein. Hä? Ah, da bist du. Ich hab nur auf dich gewartet. So, hier ist der Weg. Nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Hell. Na, geht's. Ey, du sollst da rein, Junge. Um die Tür zu machen. Zu spät. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich renne ja echt schon wieder im Kreis, glaube ich. Nein. Ja, ey, Wahnsinn. Kreis, Kreis, Kreis. Ja, schön, dass du mich riechen kannst. Das ist ein ganz dämliches Irrgarten-Teil hier. Hau ab. Hau ab. Und du renne. Renn, renn, renn. Nicht kriechen. Rennen. Rennen wie nicht kriechen. Ganz einfach. Aber nicht stehen bleiben. Wir laufen im Kreis, wir laufen im Kreis, wir laufen im Kreis. Geht's hier lang? Nein, hier geht es nicht lang. Aber wir haben es probiert. Hier geht's auch nicht lang, hier geht's auch nicht lang. Ey, wo im All sind wir solche hin? Geht's ja durch? Nein. Jetzt sagt euch, da komme ich her. Ey, kann mir mal einer sagen, wo ich hier verfickt nochmal hin muss? Komme ich da eigentlich zurück, wo ich hergekommen bin? Quasi durch diese Tür. Was nicht. Nein, ich komme nicht daher, wo ich hergekommen bin. Das ist doof. Mann. Genau, hier das Spektakel angefangen. Ich muss ja trotzdem von dem Weg gehen. So, wir verstecken uns nochmal. Jetzt. Verstecken. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Geh weg.
trotzdem stellt sich mir die Frage, wo ich hin muss. Hier ist alles zu. Ich habe ja auch keine ruhige Minute, um irgendwie zu gucken, wenn der Typ einem permanent im Nacken sitzt. Ich bin jetzt gleich wieder in diesem Labor. Da ist er. Genau. Zoom mal zurück und dann rennen wir mal. Ich weiß nur nicht, wohin ich rennen soll, ey. Die Tür ist ja dämlicherweise bekloppterweise zu. Wo muss ich hier hin? Ducken, verstecken. Musik wird laut. Wo soll ich hin? Ganz ehrlich. Alle Räume sehen ja gleich aus. Ich kann nicht irgendwie nach oben klettern oder so. Oh, da war er wieder. Was? Fütter mich oder wie? Fütter dich doch selber. Also, fütter dich doch selber. Ah, ey. Da soll's erstmal drauf kommen. Also, ehrlich jetzt. Oh. Na gut. Jetzt sind wir wenigstens den Typen erstmal los. Sind jetzt auf der anderen Seite dieser Gaskammer und sind jetzt tatsächlich im Gasraum. Yippie! Dann können wir mal hier die Batterie mitnehmen und auch das Gas abstellen, wobei das wahrscheinlich jetzt eh viel zu spät ist für den Typen. Oh, ich habe eine Trophäe. Ich gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Ja. Vom Gerät ist ja eigentlich das, was ich die ganze Zeit schon suche, um hier rauszukommen. Ja, dann. Müssen wir jetzt wieder da durch? Oh nein. Dekontaminiert nochmal. Ich glaube, der natürlich wieder hier irgendwo rum. Müsste eigentlich irgendwo noch rumlaufen. Ja, man hört ihn ja auch. Ist die Tür jetzt wenigstens auf? Yes. Gut. 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 Nein, 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 hier. Da. Ich glaube, ich bin hier bestimmt schon mal lang gegangen. Also mit Sicherheit. Ah ja, stimmt. Hier bin ich irgendwie durchgekommen, ne? So. Was für ein Spektakel, ey. Sind irgendwo jetzt hingefahren. Ich weiß natürlich nicht, wohin wir gefahren sind. Ob nach oben oder nach unten.
Aber es wäre irgendwie doof, nach oben zu fahren und dann wieder nach unten zu laufen. Ich bin draußen. Draußen. Diesmal gewittert es nicht, aber es ist neblig wie Sau. Da könnten wir raus. Was gibt's denn noch? Da ist auch eine offene Tür. Oh, da ist eine Batterie. Also hier unten irgendwie. Komm, hier, nimm. Was gibt's hier noch? Das ist eine Tür, kann man hier rein? Also Tür ist es, aber man kann nicht rein. So. Okay, man sieht wirklich nicht so super viel. Aha. Ich kann auch hier unten lang. Okay. Also, so ein Stück zumindest für die Batterie hat es jetzt gerade gereicht. Was gibt's hier noch? Okay, da sind wir dann hergekommen. Ich habe die Tür doch gar nicht aufgemacht, oder? Oder habe ich doch so schnell die Taste gedrückt? Och nö. Ja, ich höre dich, ich höre dich. Ich höre dich. Also ich habe was gehört, ich weiß nicht, ob er das mit der Kettensäge schon wieder war. Okay, da komme ich nicht rein. Geht's hier noch? Ne, die Tür ist zu. Okay, wer war das? Da ist gerade jemand über die Mauer gesprungen. Aber ich komme hier gerade nicht raus. Dann müssen wir zurück. War ja noch eine zweite Tür. Hier irgendwo. Wir laufen einfach mal am Gitter lang. Hier. Okay. Bringt das eigentlich was, wenn wir die Kamera anmachen? Nein. Das war zu viel Licht. Oh. Fuck. Was warst du denn? Was war das? Ey, scheiße. Ey. Das ist ein Spinner. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich will gar nicht nach oben gucken. Falls mich jemand anrempelt. Ah, Licht. Treppe. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte. Ey, ich werde immer noch nicht fertig, dass ich gerade von irgendjemandem geschlagen wurde, ohne zu wissen, wer. Ich habe ein schwaches Herz, das geht nicht. Was? Wer bist du? Wer warst du? Was machst du? Du spielst Basketball, ist nicht wahr. Na dann wirf mal. Du spielst mit den Steinen. Okay, nee, falsche Taste. Ich habe eine Notiz gemacht. Das ist das Spiel. Er spielt alleine und verliert. Das ist das Spiel. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Wenn du aber kurz vor der Unendlichkeit aufhörst, dann hast du eine unbeschreiblich große Zahl. Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus 1 Zwölftel raus. Negativ 0,083 Periode wiederholt. Ich verliere den Verstand. Sowas von Junge, ey. Du bist total krank. Ich erinnere mich an die Fahrt hierher, 400 Meilen in einem Mietlaster, der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnung zu zahlen, unsere Schulden zu die Versicherung. Die Jungs schliefen hinten. Nichts als AM-Radio. Gospel, Country Western, paranoides Spätabendprogramm. Wir sangen Patsy Cline-Lieder und lachten über die Verschwörungstheorien über Aliens und Geister.
Die Kilometersteine rauschen im Scheinwerferlicht vorbei. Ich will hier nicht sterben. Ja, das mit der Unendlichkeit, das ist eine tolle Theorie. Also wer Lust hat, kann gerne jetzt mal anfangen zu zählen. Habt ihr gehört, 1 plus 2 plus 3 und das immer so weiter. Und nicht aufhören, weil ihr sonst ja bloß eine große Zahl bekommt. So, ich komme jetzt von... Ja, das wird schon der richtige Weg sein. Da unten ist Licht. Nein, ich bin von hier gekommen. Ich komme aus dem Licht. Blöde Idee. Gut, dann gehen wir zurück zu dem Basketballspieler. An ihm vorbei. Schon wieder irgendwelche Stimmen. Wer bist du? Okay, solange du nicht draußen bist, bist du mir ganz lieb. Ihr tutet ein Telefon. Ihr tutet ein Telefon. Ja, das Telefon ist da drin, aber. So. So, ich bin jetzt hier in einem minimalistischen Kapuff. Mit einem Telefon. Und ansonsten mit nichts. Und einem Stuhl und einem Schreibtisch. Und ich kann nichts machen. Ich bin nur hier drin, weil ich hier drin bin. Hier gibt's nichts. Okay, dann würde ich mal sagen, zu weit gegangen, wir müssen zurück. Es klang so, als ob irgendwo eben eine Tür geklackt hätte. Rein komme ich nicht. Und ich will auch eigentlich nicht rein. Allerdings will ich auch nicht zurück. Ich erinnere mich immer noch daran, dass ich hier gerade niedergeschlagen wurde von irgendjemandem, irgendwas oder so. Oder ich muss mal das Video nochmal angucken im Nachhinein, was da überhaupt passiert ist. Da wäre ich ja nicht fertig drüber, ey. Zu ihm werde ich wohl auch nicht reinkommen. Ich möchte ihn noch nicht bei seinem Basketballspiel spielen. Basketballspiel stören. Komm ich hier hoch? Nö. Nö, nö, nö. Singt hier jemand? Hier ist doch schon wieder irgendjemand langgerannt. Ah, okay, jetzt ist die Tür auch auf. Die war eben noch zu. Leichen über Leichen. Oh, dem haben sie den Kopf umgedreht. Okay, komme ich nicht raus. Da war eine Kette davor. Das habe ich schon gesehen. Das ist der Ausgang. Ansonsten nichts. Auch keine Batterie, aber ich glaube, ich werde auch gerade keine brauchen. Da ist ein Loch im Zaun. Wo geht's hier hinten lang? Frage, was will ich das überhaupt wissen? Du bist tot, hoffe ich. Also, tut mir leid für dich, aber stehst nicht auf und erschreckst mich. Okay. Ja. Wir müssen dann hier durch das Loch. Ist hier unten? Ist da unten überhaupt irgendwas? Ich erkenne es nicht, schade. Ah. Die Frage erledigt sich jetzt eh, weil wir müssen da runter. Oh. Hallo? Die Typen blinzeln nicht. Fällt mir gerade mal so auf. Okay. Also wir gehen jetzt hier noch einen Step.
Frage ist jetzt nur, okay, da könnten wir lang. Was gibt's hier vorne aber noch? Ist da überhaupt noch irgendwas? Ich bin barfuß. Mhm. Ich dachte, ich habe Schuhe an. Okay. Also da war jetzt nichts mit lang. Ich hätte es eigentlich erwartet, dass man sich da lang hangeln muss. Aber musste man nicht. Dann gucken wir mal, was jetzt hier hinten ist. Ich glaube, es geht auch noch eine Etage tiefer. Okay, ich komme da gar nicht raus. Dann geht's hier irgendwie? Nö. Dann gehen wir mal nach unten. Wenn er denn hier fertig gekrochen ist. Komm ich hier noch irgendwie bitte runter? Nein, nein, nein. Geht's hier lang? Oh, geht da wirklich lang. Gucken wir mal. Steh mal auf. Komm, steh mal auf. Was hier jetzt ist. Moment, nichts. Okay, da könnte ich hoch. Also wir haben zwei Optionen. Wir nehmen jetzt nochmal Option Nummer 1 und gucken, was da hinten ist. Wenn du denn schon hier lang kriechen kannst, muss ja irgendwas auch da sein. Wenn es bloß eine dumme Batterie ist. Und es sieht so aus, als sei es wirklich bloß eine dumme Batterie. Hier geht es nicht weiter. Nein. Gut, dann zurück zur Leiter. Und da dann hoch. Was ich aber irgendwie eigentlich müsste ich dann entweder im Gebäude landen oder in irgendeinem Hof. Aber wir finden das jetzt raus. Es hat ja gerade gehupt. Ich weiß noch nicht, ob das im Spiel war oder draußen. Ich glaube, es war draußen. Okay, wir sind draußen auf irgendeinem Aufenthaltsplatz. Sieht alles aus wie ein riesengroßes Gefängnis hier. Ja, irgendjemand spricht. In diesem Nuschelenglisch, was ich eh nicht verstehe, wenn es gesprochen ist. Okay. Wer bist du? Ach Gott. Die Nacke drei Brüder, echt. Die können da bleiben, wo sie sind, ey. Die habe ich jetzt ja auch viel Bock. Ein Gewicht. Fitnessraum gibt's auch. Der hat sich zu Tode trainiert. Also es gibt jetzt hier zwei Türen, die ich gesehen habe. Eigentlich will ich weder durch die eine noch durch die andere gehen. Nee, da, nein. Da steht einer. Ich glaube, es war einer von den beiden Nackedeis. Dann gehen wir nochmal zurück. Hier war ja noch eine Tür. Okay, die war zu. Gab es ja nicht trotzdem noch eine Tür? Hier. Da ist doch. Zwei. Okay. Du bist tot. Nicht weiter. Mach mal zu.
Jetzt habe ich mich quasi aber eingesperrt. Oh. Da muss ich hin, okay. Ja, wie komme ich jetzt zu dir? Ich muss irgendwie da lang. Dem Typen vorbei. Der hier vor mir steht, glaube ich. Das hilft wohl nichts. Dann rennen wir einfach mal. Hoffen, dass sie langsam sind. Haben mich scheinbar auch nicht irgendwie registriert. Hm. Das war kein Stein, das war ein Kopf, oder was? Oh. Das ist der Basketballspieler und es sind mehrere. So ein Scheiß. Spiel vor der, aber ja, ich tue ich nicht. Hau ab. Ich geh einfach da hoch. Nicht umdrehen, nicht zurück. Einfach da hoch. So. Gut. Die Tür ist zu. Schlecht. Aber wir müssen irgendwie da rein. Gut. Da ist der Eingang. Machen wir mal zu. Holen uns mal das Dokument hier dazu. Die Wahl bei der Warnvorstellung. Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmannes über Wallride unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solche obskure, mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter den Bann der Wahnvorstellung ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Gut. Das war die falsche Tür. Dann gehen wir mal weiter geradeaus. Zu der schreienden Stimme. Also irgendwas läuft da. Ich sehe, dass da was läuft. Was? Oh. Okay, wo willst du hin? Wo ist er jetzt hingelaufen? Muss irgendwo hin sein, oder? Ja, die Tür ist zu. Der ist von irgendwas weggelaufen. Und wir laufen jetzt direkt drauf zu. Mhm. Aber ich habe nicht viele andere Möglichkeiten. Du kannst dich nicht verstecken. Wer hat das gesagt? Wer steht jetzt hier gleich vor mir? Oder hat er das zu mir gesagt? Da ist doch vor irgendjemandem weggerannt. Ganz schön dicker Nebel, echt ey. Und schon wieder ein tutendes Telefon. Eine Tür, die zu ist. Eine Leiter nach oben. Was ist hier? Hier ist das tutende Telefon.
Und wieder so ein sinnloser Raum, nur diesmal ohne Stuhl. Gut, wir gucken nach oben. Ich würde sagen, wir haben eine tolle Aussicht, aber wir haben überhaupt keine tolle Aussicht, weil wir sehen nichts. Trauen sie ihnen nicht, sie behaupten, es sei eine Wissenschaft, aber das ist es nicht. Sie haben auf uns gewartet. Tiger, Billy hat verstanden, sie waren immer hier. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? So wie es aussieht, nicht. Okay. So, noch ein leerer Raum, noch ein leerer Raum. Aber diesmal wieder mit Stuhl. Yippie, ich freue mich total. Können uns hinsetzen. Aha. Also geht's jetzt hier drinnen weiter. Und da wir jetzt hier auch speichern und eine halbe Stunde wieder voll ist, würde ich sagen, wir gehen jetzt hier raus, raus aus dem Video und starten dann im nächsten Teil damit. Ihr könnt in der Zeit liken, abonnieren, teilen und dann wünsche ich euch eine angenehme Zeit.